Hallo liebe Freunde der Sonne, wir stehen hier vor dem Vintage Café in Rheinbeek von der lieben Andrea Panko, die sich bei uns beworben hat für die Corona-Spendenkampagne. Und wir werden ihr gleich mitteilen, dass sie ja, von uns den Corona-Sofortzuschuss gewonnen hat. Und ja, sie hat uns in ihrer Bewerbung mitgeteilt, was sie selber mit ihrem Café macht in Bezug auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Sie hat sehr viele von ihren Lieferanten für ihre Rohstoffe, die sie hier verarbeitet, kommen hier direkt aus der unmittelbaren Region. Zum Beispiel die Schokoladenpralinen von Schoko Koschek aus Bargter Heide und einige Sachen eben hier auch direkt aus dem Rheinbeker Umfeld. Und ja, macht auch viele Dinge in Sachen Nachhaltigkeit, dass sie weniger Plastik benutzt und dass sie viele Recyclingmaterialien, Verpackungen einsetzt. Das finden wir alles total super. Und ja, mit ihrem kleinen Geschäft hier in Rheinbeek hat sie zu der Corona-Zeit einige Probleme gehabt und deswegen möchten wir sie unterstützen und das werden wir jetzt hier heute mitteilen. Auf geht's! Okay, auf geht's. Tag. Wir haben alles gemacht. Wunderbar. Alles gemacht. Hallo. Ist die Frau Panko zu sprechen? Nee. Das sind Sie. Ja. Ich bin Henrik Schulze, ja. Von Firma Schulze aus Prag. Nein. Und Sie haben sich bei uns beworben für die Corona-Spendenkampagne. Ja. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass wir Sie gerne unterstützen möchten. Oh, schade. Ja. Das finde ich toll. Dankeschön. Ja, da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet. Ja, doch. Ich finde vor allem die Aktion so toll. Aber schön, dass ich Ihnen das mal persönlich sagen kann. Ja, ja. Dass jemand sowas macht, für mich eigentlich ungewöhnlich, aber ich finde es total toll. Ich sage ganz, ganz toll Danke. Ja, gerne. Und ich fand auch die Bewerbung ganz toll und das, was Sie geschrieben haben, was sie machen über die regionalen Lieferanten, ja. Und über die Nachhaltigkeit. Ja. Und, aber ich glaube, man kann das auch nur, wenn man das selber so ist. Ne? Das hat was mit, wenn man authentisch ist. Ich glaube aber, das ist bei Ihnen ähnlich. Ne? Das ja. Habe ich dann eben auch so zwischen den Zeilen rausgegeben, weil sonst macht man auch so eine Spende. Ja, ja. Ach Mann, ja toll! Ja. Ich kann das gar nicht fassen. Und es hilft, also unglaublich, weil wir werden auch täglich immer gefragt, weil so viele Angst haben, dass wir es nicht schaffen. Ja. Und einige merken natürlich auch, ne, dass wir nicht so wie gewohnt auch Ware in den Laden bekommen. Ne? Das ja. Ist natürlich auch so. Das ist definitiv so. Ja. Und dass sie immer sagen, auch können wir noch helfen, können wir noch was tun. Ne? Also ja. Total schön. Ja, toll. Und deswegen kommt das natürlich umso mehr. Ja, ja, das ist schön. Das freut mich. Ja, schön. Genau dafür ist es auch gedacht. Also genau das war eben auch die Idee hinter dieser Kampagne, dass es gibt Betriebe, die haben eben Schwierigkeiten durch Corona. Es gibt Betriebe, die haben gar keine Schwierigkeiten bekommen oder haben sogar eher auch gute Geschäfte gemacht. Genau. Und bei uns lief das Geschäft eben halt auch nach. Anfangs war es auch schwer, aber dann lief unser Geschäft wieder wesentlich besser. Yeah. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt aber noch ganz viele, da ist es eben halt wirklich schwierig und nicht Sehen einfach. Ist ja noch gar nicht abzusehen. Und es ist noch nicht abzusehen. Und deswegen wollten wir einfach ein bisschen immer unterstützen. Das finde ich toll. Ja. Ich bin echt gerührt. Gut, und was muss ich jetzt tun? Muss ich irgendwas tun? Nee, gar nichts. Vielleicht müssen wir uns nochmal irgendwie 5 bis 10 Minuten irgendwann in Ruhe unterhalten. Ja, gerne. Und dann alles besprechen sozusagen und klären. Und ich möchte auch noch ein bisschen mehr über den Laden erfahren auch. Okay. Und genau, und dann machen wir das. Ja, schön. Ja? Ich freue mich sehr. Soll ich mailen? Wollen Sie sich mailen? Wie wollen wir das machen? Ja, ich würde einfach dann mich nochmal melden. Ja. Vielleicht einfach anrufen oder so. Ja. Und dann vereinbaren wir einen Termin. Gut. Das wollte ich jetzt einfach erstmal nur heute verkünden. Danke. Und ich freue mich. Unglaublich. Gut, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ja. Die anderen freuen sich genauso. Ja, das denke ich, ja. Schön, ja, dann freue ich mich auf unser Gespräch. Alles klar. Und Ihnen weiterhin alles Gute. Und bleiben Sie gesund. Ebenfalls, danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das war die liebe Andrea Panko, die sich sichtlich gefreut hat. Das war wirklich total toll, denn das war auch genau die Reaktion und die Intention, die wir uns gewünscht haben. Und ja, dann werden wir später noch einmal mit ihr sprechen
und genau, dann die Soforthilfe an Sie auszahlen. Okay. Jetzt wollte ich auch noch ein bisschen was zu deinem Geschäft fragen, wo wir jetzt schon eine ganze Weile über Nachhaltigkeit gesprochen haben. Was mich interessieren würde für deinen Café, als es zu der Corona-Anfangszeit dann soweit kam, dass, ja, dass du deinen Laden wirklich schließen musstest, was war das für ein Gefühl für dich oder was hast du da gedacht oder empfunden? Also witzigerweise, in dem Moment, glaube ich, war Corona viel mehr präsent, als dass ich weiter gedacht hätte, was mit meiner Existenz zu tun hat. Das hatte so eine Selbstverständlichkeit. Also die Leute mussten geschützt werden, es musste was getan werden, alle mussten zurückstecken, das war jetzt so. Ich glaube, am nachhaltigsten hat mich eine Berichterstattung aus Italien, die ziemlich am Anfang war, wo du diese verzweifelte Krankenschwester sahst, die da gestanden hat und gesagt hat, ich möchte nicht den lieben Gott spielen, ich möchte nicht entscheiden, wer leben darf und wer nicht, wer kriegt die Maske, wer nicht. Da habe ich gedacht, naja, okay, bitte, worüber reden wir? Ja. Dann ist der Laden zu. Ja. So, ne? Also gar keine Frage. Mhm. Punkt. Deswegen, das Geschäft habe ich wirklich in dem Moment nicht gedacht, gar nicht. Ja, ja. Und wann kam so der Zeitpunkt, wo du sagtest, okay, die Frage, wie es weitergeht, stellt man sich die irgendwann? Doch, die stellst du dir irgendwann. Mhm. Also tatsächlich ganz platt, wenn die ersten Verbindlichkeiten auf dich zukommen. Ja, also ja, Gehalt, Miete, was du halt so ableisten musst. Ja. Wo du plötzlich sagst, okay, wie lange geht das jetzt, was mache ich denn jetzt? Ja. Und woher kommt es jetzt und wie kriege ich das gemanagt? Dann hatte ich das Glück, dass ich Menschen und Freunde um mich herum hatte, die ich fragen konnte, die gesagt haben, ne, du kannst, erkundige dich mal, du kannst eine Soforthilfe beantragen, du kannst Kurzarbeitergeld beantragen. Für meine Freundin haben wir dann auch, die bei mir mitarbeitet, gleich gesagt, hey komm, dann müssen wir auch sehen, dass du vielleicht auch einen Mietzuschuss kriegst, wenn du jetzt weniger Gehalt bekommst oder so. Also auch da wieder für mich immer dieses tolle Gefühl, plötzlich sind Menschen da, die dir dann helfen, weil sie es besser wissen, damit man selber nicht, ja Panik habe ich sowieso nicht gekriegt, aber damit man selber vielleicht ein bisschen ruhiger an diese Geschichte rangeht und sagt, okay, wir müssen gucken. Ja. Ist so. Ne? Und bei meinen Vermietern war es auch so, die kriegten das natürlich auch mit. Auch da, wenn du da ein gutes Verhältnis hast, ist geredet worden und die haben auch gesagt, komm, wir gucken jetzt erstmal, ja, dann lassen wir da ab, alles gut. Mhm. Ich habe mich mit den Krediten auseinandergesetzt und ich habe dann eigentlich wirklich im ersten Moment, ist es immer dieser Strohhalm, dass du denkst, oh super, du kriegst jetzt einen günstigen Kredit. Ja, ja. Wenn du dann einmal mehr drüber nachdenkst und sagst, okay, den musst du am Ende des Tages aber auch zurückbezahlen. Mhm. Gastronomie, also ich habe nicht mehr Tische nachher drin, ich habe auch nicht mehr Stühle nachher drin, ja, eher weniger. Ich kann auch nicht die Leute taktisch sagen, also ihr jetzt eine Stunde, die nächsten, damit ich das vielleicht aufhole. Ja. So, also es funktioniert nicht, du kriegst das Geld nicht plötzlich wieder rein. Ja. Also lass das mit dem Kredit. Ist gecancelt. Es muss anders gehen. So. Und so sind wir dann auch wirklich immer sukzessive. Ich habe wirklich fast täglich im Internet geguckt, was passiert in der Politik. Bin auch auf die Seiten gegangen vom Land Schleswig-Holstein oder vom Bundesfinanzministerium, habe ich mich erkundigt. Ich habe geguckt, was machen andere. Und habe dann gesagt, eigentlich ist es mir aus der Hand genommen. Ja, klar. Na, also wenn ich selber was tun kann, um auch was zu bewegen, dann ist es eine Geschichte, aber das konnte ich ja nicht mehr. Ja, ja. Ne? Ja. So, also von daher, ja, eigentlich nachher gucken, wie es wird. War das auch, also dieses Finanzielle ist ja das eine Thema, aber auch, dass du, also du betreibst deinen Laden ja offensichtlich mit Leidenschaft und mit ganz viel Herzblut und ja, das war ja auch eine Zeit lang auf Eis gelegt, also dass du... Dass man die Kunden nicht hat. Genau. Wahrscheinlich hast du auch viele Stammkunden. Ja, sehr, sehr viele sogar. Das fehlt einem und du denkst auch an sie. Aber ich glaube tatsächlich, für meine Kunden war es teilweise, glaube ich, sogar schlimmer, sich hier nicht treffen zu können oder auch nachher nicht wissen zu können, machen wir wieder auf. Also,
du triffst den einen oder anderen ja auch mal beim Einkaufen. Wir hatten ja Gott sei Dank nicht diesen Shutdown, den ganz, ganz viele andere Länder hatten. Mhm. Ich wurde immer gefragt und angesprochen, wie geht es euch? Mhm. Wie geht es dir? Mhm. Haltet ihr durch? Schafft ihr das? Wir kommen auf alle Fälle, wenn du wieder aufmachst. Also daran merkt man schon, dass man sehr gewachsen ist. Und für mich war einfach immer schön zu wissen, es geht allen gut. Also ja. So gesundheitlich auch. Und ja. Eine Freundin von mir arbeitet im Krankenhaus. Da haben wir dann auch viel mitbekommen in Gestacht. Und da haben wir immer nur gesagt, nein, Hauptsache allen geht es gut und der Rest wird sich finden. Mhm. Also das ist einfach so. Ja, ja. Ne? Ja, ja, absolut, ja. Ja, wir haben uns ja auch für dich entschieden, weil du ganz viel mit Nachhaltigkeit machst, weil du ja, viele regionale Produkte hast. Und was ist dir da so das Wichtigste, worauf achtest du ganz besonders? Und was sind so die Eigenschaften der Produkte und der Lieferanten, die du hier hast? Also zum einen ist es sicherlich, dass die genauso mit Leidenschaft und hinter ihrem Produkt stehen, wie ich hinter meinem Geschäft. Ja. Und wenn du etwas mit Leidenschaft machst und auch aus tiefster Überzeugung, dann ist das Produkt, was du ablieferst, auch genau so. Ja, ja. Für die gibt es auch keine Kompromisse. Mhm. Für die gibt es nur Qualität. Und Qualität jetzt nicht immer nur gesprochen auf das Endprodukt ist qualitativ hochwertig, sondern bei denen beginnt das, wie bei mir, mit der Menschlichkeit. Mhm. Na, also das heißt, auch der Produktionsweg von dem Ersten, der in der Produktionskette steht, weil er eine Ernte hat, weil er anbaut, wie auch immer, der muss genauso glücklich und zufrieden sein und das mit genauso viel Leidenschaft machen, wie der das am Ende zu einem Produkt macht, von dem ich es dann erwerbe. Ja. Und so sind sie eigentlich alle, die ich hier habe. Ja. Wie ist das Feedback deiner Kunden auf diese Produkte oder wenn du denen auch mal so davon erzählst, wie das jetzt bei den Sachen so ist, die du hier hast, dass da auf Nachhaltigkeit, auf Fairness und auf Soziales geachtet wird? Also es gibt natürlich, gab es am Anfang Kunden, die sagten, naja, war es auch teuer. So, wo ich dann gesagt habe, ja, so viel teurer ist es gar nicht, aber natürlich hat es seinen Preis. Mhm, so, es sind auch kleine Manufakturen. Ja. Und dann bei uns kann man ja auch probieren und wir reden auch. Überzeugt haben sie aber am Ende des Tages immer das Produkt. Es ist so. Ja. Dass sie gesagt haben, ja, stimmt. Mhm. Dann habe ich ja auch Produkte, die ja auch was bewirken, also die dir auch gut tun können, gesundheitlich. Das geben wir auch gerne weiter. Wir geben auch gerne mal ein Rezept weiter, wenn man nicht weiß, was man damit anfangen kann. So. Es sind immer tolle Geschenke, das haben sie auch alle festgestellt. Also das sind immer gern genommene Geschenke. Und witzigerweise trägt es sich dann so auch rum, weil man was verschenkt hat, weil man von dem Besuch erzählt hat, dass dann wiederum nachher auch meine Kunden die sind, die auch genau das zu schätzen wissen. Ist einfach so. Ja, schön. Ja, und was ist so dein Blick in die Zukunft jetzt? Und was erhoffst du oder was wünschst du dir und wie gehst du weiter sozusagen in die Zukunft? Ja, was wünsche ich mir? Oh Gott, wenn man diese Glaskugel gucken könnte, ne? Also ich gehe jetzt mal davon aus, Corona haben wir auch mit Sicherheit noch ein halbes Jahr bis Jahr, glaube ich jetzt einfach so. Also wünsche ich mir, ich könnte jetzt sagen, dass Rheinweg die Glocke hat und nichts passiert, das ist natürlich nicht so. Ja. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir auch in meinem Laden offen bleiben dürfen. Mhm. Und ich stelle einfach nur fest, dass wir alles geben, was wir können, aber meine Kunden auch super toll mithelfen, sich hier wohlfühlen, sich an alles halten, was wir vorgeben, sich hier sicher fühlen. Meine erste Veranstaltung habe ich ja unter Corona-Bedingungen hinter mir, die auch super geklappt hat mit unserer Märchenerzählerin. Das möchte ich auch gerne weitermachen, weil wir jetzt wissen, es geht. Es ist immer, wenn du in dieser Zeit, mir geht es jedenfalls so, ich hatte einen Albtraum tatsächlich, bevor ich das erste Mal die Tür wieder aufgemacht habe. Der Albtraum war, ich lag im Krankenhaus, ich hatte Corona, ich lag auf Intensiv. Meine Kinder standen vor mir und sagten, du bist schuld, nur weil du das Café hast, hast du jetzt Corona und geht es dir jetzt schlecht. Und dachte ich so, ich bin aufgewacht morgens, habe gedacht, na super, das ist ja klasse.
habe dann gefragt, warum hast du das geträumt? Und habe gedacht, ja, das ist das, was ich nicht gut kann. Vielleicht, wenn ich nicht weiß, was passiert, wenn ich diese Tür aufschließe, werde ich überlaufen. Klappt das mit den Regeln? Kriegen wir das mit unseren Kunden alles geregelt? Funktioniert das alles so? Ja. Wir haben normalerweise, sind wir beide hinterm Tresen. Ich habe uns auseinanderdividiert. Mhm. Meine Freundin hat hier hinten, haben wir die neue Küche dann eröffnet und ich habe vorne bei den Getränken gearbeitet. Wir sind nur zwei Leute. Ja. Das heißt, wir haben auch in der Zeit, wo nur der Laden auf war, einen Tag sie, einen Tag ich, damit wir uns gar nicht begegnen. Mhm. Weil ich gesagt habe, du, wenn einer von uns es erwischt, dann ist der Laden zu, weil dann musst du auch in Quarantäne. Also das haben wir auch versucht zu vermeiden. Man hat plötzlich so Gedanken, an die hast du früher nie gedacht. Also du musst ja völlig umdenken. Mittlerweile funktioniert es toll. Also man hat die Ruhe und die Sicherheit wieder. Mhm. Wir sind beide wieder vorne. Ja. Mittlerweile denke ich, ein bisschen Normalität soll sein und soll auch für die Kunden sein. Ich glaube, das tut uns allen auch so ein bisschen gut. Wir werden uns damit arrangieren müssen. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass wir einen Kunden dazwischen haben, der Corona hat, das kannst du gar nicht umgehen, dann sind wir zu. Dann ist, auch das ist dann so. Aber ich hoffe eben nur, wir sind dann zu für den Moment. Und wenn das alles geklärt ist, machen wir wieder auf. Ja, und dann hoffe ich, dass ich so mit den neuen Ideen und den neuen Firmen, die ich mir ausgeguckt habe, jetzt mal auf Weihnachten gesprochen, dass das auch ganz, ganz schön wird und dass sich da alle dran erfreuen und auch meine Kunden das lieben werden, was ich jetzt ausgesucht habe. Ja. Ja, und dass wir einfach so Hand in Hand weiter da durchkommen, wie es bisher auch geklappt hat. Ja. So. Ich hoffe natürlich, dass dir unsere Unterstützung dabei hilft. Sehr. Ja, und, sehr. Ja, auch positiv in die Zukunft zu schauen. Ja. Und glaubst du, dass, wenn es halt so sein sollte, dass uns das Thema noch weiter beschäftigt oder gegebenenfalls auch nochmal ein Lockdown kommt, dass der Zusammenhalt auch in der regionalen Wirtschaft ja letztendlich auch gefragt ist oder auch einfach dazu helfen kann, weil letztendlich ja alles zusammenhängt. Also auch wenn manche Unternehmen von Corona profitieren und mehr Geld machen als sonst und andere Menschen nicht, aber am Ende hängt ja letztendlich alles zusammen, weil das Geld, es ist ein Fluss des Geldes und es ist, wenn Menschen einfach ihre Existenzen aufgeben müssen und Mitarbeiter entlassen müssen und so weiter, dann wird es auch irgendwann auch selbst den Corona-Gewinnern ja, möglicherweise auch dann nicht mehr gut gehen. Und ja, glaubst du, dass das die Wirtschaft schafft, also dass auch mehr Menschen das verstehen und das ein Bewusstsein dafür bekommen? Also ich wünsche es tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich, dass Corona auch viel Gutes hatte, so verrückt das jetzt vielleicht klingt, weil man uns auch ein bisschen vor Augen geführt hat, dass immer höher, immer weiter nicht funktioniert. Ja. Dass die Bodenständigkeit schon wichtig ist, dass uns alle immer wieder so ein bisschen grounden müssen. Mhm. Vielleicht alle auch unsere Ansprüche mal wieder ein bisschen runterschrauben müssen. Mhm. Ich glaube, wenn das alle tun, kann man das auch schaffen. Mhm. Ich habe letztens gerade gelesen, dass in Hamburg überlegt wird, die Europapassage aufzugeben und mit Wohnungen zu versehen, weil die Geschäfte das nicht mehr schaffen. Mhm. Wenn ich das zu Ende denke, dass wir plötzlich Städte haben, wo es keine Geschäfte mehr gibt, wo du niemandem mehr begegnest, weil die Leute nur noch aus ihren Häusern rein und raus huschen, dann ist das für mich eine Vorstellung von Zukunft, die möchte ich gar nicht zu Ende denken. Mhm. Also ich glaube einfach, dass wir Menschen, wir sind herdengetrieben, wir brauchen uns, wir brauchen die Geselligkeit, wir brauchen Gespräche, wir brauchen Berührung, wir brauchen Zuhören, also wir brauchen das alles. Ja. Und das würde wegfallen. Darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Jedes Geschäft, jedes Café, jedes Restaurant, jedes Hotel, ist eigentlich völlig egal. Auch ihr. Völlig egal, wen du nimmst. Mhm. Wenn es uns nicht mehr gibt, wenn das nur noch auf einer Online-Plattform stattfindet, dann wäre das gleichzusetzen, glaube ich, mit einer
grenzenlosen Vereinsamung. Mhm. Und ich möchte gar nicht wissen, was dann mit den Menschen passiert. Mhm. Also deswegen, das kann es nicht sein. Also das kann es nicht sein. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele auch daran arbeiten, dass das nie passieren wird. Ja. So. Das finde ich ganz tolle Worte von dir. Und damit will ich dir danken für das Interview. Nein, und ich bedanke mich. Ja. Für die tolle Unterstützung. Sehr gerne. Ja, und danke für den kleinen Einblick, den du hier uns in deinen Café gegeben hast. Okay. Und genau, vielen Dank für das nette Gespräch. Und genau, alle, die zuschauen, hoffe ich, dass ihr auch einen tollen Einblick bekommen habt, was das Café Vintage in Rheinbeek euch hier bietet und ja, was das für ein schöner, kleiner Laden ist, der sich auf viele Dinge besinnt und dem viele Dinge in Sachen Nachhaltigkeit und Fairness wichtig ist. Ich finde es ganz toll und ja, sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Also das hier möchte ich unbedingt mal probieren. Knusprige Creme aus gebrannten Cashewkernen mit Meersalz. Und kommt auch hier aus Hamburg. Also auch irgendwie aus der Region. Finde ich super klasse. Der Plan, wie wir die Erderwärmung umkehren können. Und hier feinster Bienenhonig aus Wentorf, Rheinbeek und Umgebung. Super cool.